Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute natürlich alles rund um den Dschungel. Am 19.01. geht es los. Dschungelcamp 2024 startet und ihr bekommt natürlich im Vorfeld von mir die heißesten News. Es lohnt sich also, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren, meine Lieben. Und heute sprechen wir über zwei Themen, die ihr vielleicht im Livestream schon mitbekommen habt, nämlich über das Thema Gagen und über das Thema Regeln. Zwei sehr, sehr wichtige Themen. Und die Zuschauer, die im Livestream schon waren, die haben jetzt einen kleinen Wissensvorsprung, ja. Aber trotzdem ist es doch mal interessant, denn gerade in Bezug auf die Regeln ist, die Regel ist die Regel, sind sehr viele umfängliche Themen in der Saarbrückner Zeitung aufgelistet worden. Das schauen wir uns alles genau an, damit wir genau wissen, was im Dschungel erlaubt und nicht erlaubt ist. Meine Lieben, dazu nutzen wir natürlich unser Katzentablet, hier ist das schon, welches sich mit den Regeln beschäftigt. Vielleicht für euch ganz interessant, das Thema Gagen ist hier auch in dem Video mit enthalten, natürlich hatte ich ja schon gesagt gehabt. Und da sind einige Gagen dabei, wo ich dachte, boah, heftig. Gut, geht es als erstes um Paragraph 1, Grenzen im Dschungelcamp. Und dann haben wir hier Zitat, die auf der Karte eingezeichnete Linie stellt die Campgrenze dar und darf nicht überschritten werden. Ist, denke ich mal, relativ klar. Nur auf ausdrückliche Anordnung darf das Camp verlassen werden, beispielsweise für die Schatzsuche, Dschungelprüfung oder Interviews, auch bekannt. Das Zentrum des Camps darf aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung verlassen werden. Das gilt auch für den Weg zur Dusche, Waschstelle am Fluss oder zur Holzsammelstelle und zur Toilette. Auch relativ simpel, das ist ja immer dieses Problem, wenn sie nachts auf die Toilette müssen, gehen müssen. Dann wollen sie niemanden wecken. Also eigentlich ist ja die Lagerfeuerwache eh immer zu zweit. Ach, das ist, ja, aber das ihr schon mal gehört habt. Nach Einbruch der Dunkelheit darf niemand das Zentrum des Camps verlassen. Das ist auch sehr interessant. Ich denke mal, ausgenommen sind Pullerpausen, oder? Nachts müssen zu jedem Zeitpunkt zwei Promis Nachtwache halten und dürfen sich auch dann nicht aus dem Campzentrum entfernen. Das heißt also, wenn man pullern gehen muss, dann sind mindestens vier Leute wach. Der pullern muss, der pullern muss, begleiten muss und die zwei am Lagerfeuer. Boah. Nur im Falle der ausdrücklichen Anordnung darf sich ein Star auch allein ins Dschungeltelefon begeben. Allerdings muss dieser Gang ins Dschungeltelefon und zurück denn auf direktem Weg vollzogen werden. Auch nochmal ganz interessant, also Dschungeltelefon nur auf Anweisung alleine zu besuchen, ja, das sind wahrscheinlich so Sicherheitsgründe. Kommen wir zum Punkt 2, Dschungelprüfung. Jeden Tag wird mindestens ein Star benannt, der sich der Dschungelprüfung stellen muss. Dabei muss er vor mindestens einer weiteren Person bis zur Weggabelung begleitet werden. Die restlichen Stars bleiben im Camp. Kennen wir, Begleitpersonen zur Dschungelprüfung sind bekannt. In der zweiten Woche entscheiden die Stars selbst, wer zur Dschungelprüfung antreten muss, ist auch klar. Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden. Das ist für mich was Neues. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das neu ist, aber wir haben ja oft hintereinander Stars in der Dschungelprüfung erlebt und das ist wohl anders jetzt. Nur macht ja Sinn, dass nicht immer dieselben reinkommen, ist ja auch langweilig. Bei der Dschungelprüfung kann der Star Mahlzeiten für das Camp erspielen. Jeder erspielte Stern wird in eine Essensration umgewandelt. Gewinnt ein Star keinen Stern, unterbricht er die Prüfung ab, bleibt es bei Reis und Bohnen. Das ist auch ein altbewährtes Konzept. Feuer im Dschungelcamp, ja, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Täglich wird ein Promi zum Teamchef ernannt. Dieser ist dafür verantwortlich, dass das Feuer nicht erlischt. Er kann diese Aufgabe an einen anderen delegieren. Dann haben wir, nachts muss das Feuer zu jeder Zeit von mindestens zwei Personen bewacht werden. Die Einteilung der Schichten ist den Promis überlassen. Im Übrigen, wenn ihr was hier bohren oder sägen hört, wir haben noch Baustelle im Haus, wundert euch nicht. Brennholz darf nur an der auf der Karte verzeichneten Stelle gesammelt werden. Ich vermute mal, es ist ein abgesteckter Bereich im Dschungel, den wir selber nicht kennen. Ich habe noch nie jemanden bei der Feuerholzsuche gesehen. Oder doch, klar. Doch. Früher war das öfter mal ein Thema, ne? Schatzsuche und Feuerholzsuche. Alle Raucher müssen die Zigaretten im Campfeuer entsorgen. Keine Zigaretten darf im Dschungel landen. Es kann nicht deutlich genug betont werden, wie eine achtlose weggeschmissene Zigarette zu einem Buschfeuer führen kann. Sehr wichtige Regel.
Abfälle gehören in den Mülleimer und dürfen nicht im Feuer entsorgt werden. Das ist auch, denke ich mal, relativ klar. Paragraph 4, Lebensmittel im Camp. Als Grundnahrungsmittel werden jeden Morgen Reis und Bohnen für einen Tag zur Verfügung gestellt. Niemals unter keinen Umständen dürfen Früchte, Pilze oder Tiere des Dschungels gegessen werden. Vieles ist extrem giftig. Alle Tiere und Pflanzen in diesem Gebiet stehen unter Naturschutz. Ja, auch vielleicht sehr interessant. Bei der Essensanlieferung für das Abendessen muss die Tasche nach Entnahme der Lebensmittel sofort an den Haken zurückgehangen werden. Essensreste müssen im Müllsack entsorgt werden. Damit keine wilden Tiere angelockt werden, muss der Müllsack im verschließbaren Eimer hinter der Toilette entsorgt und dieser stets geschlossen gehalten werden. Auch interessant. Also, Zitat Ende. Ich finde, dass, wenn wir jetzt diese Regeln besprechen, die jetzt ja nochmal ausführlicher sind wie im Livestream, kriegt man halt auch so einen kleinen Überblick. Deswegen mache ich das, wenn sich jetzt einige wundern, ja, wieso liest der uns jetzt die Regel vor? Ich finde die Regel insofern ganz spannend, weil man so auch eine gewisse Dynamik, einen Einblick in die Dynamik in den Dschungel hat. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass der Müll hinter dem Dschungeltelefon steht. So. Also so Kleinigkeiten finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Hygiene und Wasser im Dschungelcamp. Das Wasser aus dem Hahn ist kein Trinkwasser. Die Wäsche darf ausschließlich in der Wanne am Fluss mit dem Wasser aus dem Hahn abgekocht werden. Nach dem Abkochen wird das trinkbare Wasser in den Wasserbehälter aufbewahrt. Das Wasser zum Zähneputzen muss abgekocht werden, das zum Händewaschen und Geschirrspülen nicht. Okay, der Fluss steht nicht zum Baden zur Verfügung. Das ist auch ganz spannend. Wir kennen ja diesen Weiher, diesen Tümpel, den kennen wir, da baden sie. Aber einen Fluss habe ich auch noch nie wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe da... Ich hatte einmal eine Erinnerung, wir hatten einmal ein Dschungelcamp, das stand ganz schön unter Wasser und da war dann ein Fluss im Camp, aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass da ein Fluss war. Das Geschirr darf nur an der auf der Karte verzeichneten Spülstelle am Fluss gespült werden. Es darf kein Wasser in der Toilette geschüttet werden. In der Toilette befindet sich ein Behälter mit Sägespänen sowie eine Schaufel. Nach jedem Toilettengang müssen 1 bis 2 Schaufeln Sägespäne aufgeschüttet werden. Das ist natürlich krass. Das ist ja so ein bisschen wie ein Katzenklo. Ja, da wird die Kaki nur gleich rausgenommen. Da sind wir alle Goldgräber. Hier ist es Tatsache aber so, dass man in die Toilette macht und dann werden einfach Sägespäne drüber gekippt. Ist im Prinzip das Katzenklo-Modell. Auch interessant, dass das so ist, aber ich meine, das haben einige Sternchen auch schon erzählt, dass das so ist. Die Toilette muss jeden Tag von den Stars gereinigt werden. Abends bestimmt der Teamchef 2 Personen, die den Auffangbehälter austauschen. Ist natürlich auch spannend, ne? Bei 12 Kandidaten im Camp, wenn da jeder sein Geschäft auf der Toilette macht und einmal am Tag muss es ausgetauscht werden, da kommt schon ganz schön was zusammen. Kommunikation im Dschungelcamp. Vor Start der Live-Sendung müssen die Stars die Ansagefolge leisten und sich im Campzentrum versammeln. Im Camp darf ausschließlich Deutsch gesprochen werden, zu Widerhallung werden geahndet. Hat was wahrscheinlich damit zu tun, dass es ein deutsches Format ist. Viele das schauen und dann wahrscheinlich den Anspruch haben, dass es auf Deutsch ist. Keine Ahnung. Zu allen Zeiten müssen die Mikrofone getragen werden. Sie dürfen nicht verdeckt oder zugehalten werden. Zum Duschen werden sie mit etwas Abstand zum Schutz vor Spritzwasser abgelegt. Zum Schlafen werden sie ans Kopfende vom Bett gehängt. Nach dem Aufwachen müssen die Mikrofone direkt wieder angelegt werden. Dieses gilt aus Sicherheitsgründen auch für nächtliche Toilettengänge. Klar, um Hilfe zu rufen, wenn man vom Krokodil gefressen wird, keine Ahnung. Kameras und technische Geräte dürfen nicht berührt werden. Über Interviews und Produktionelles darf nicht miteinander gesprochen werden. Ah, auch interessant. Wir wissen ja schon, dass es öfter vorkommt, bei Promi Big Brother zum Beispiel, dass dann auch immer der große Bruder gesagt hat, ihr dürft nicht über die Interviews sprechen. Hier nochmal eine ganz, ganz klare Regel. Also Kamera... technische Dinge, dass sie nicht angefasst werden, ist klar. Aber dass man über Interviews und Produktionelles nicht sprechen darf, das ist schon interessant. Bezüglich der Wahl zu Dschungelprüfung oder Ähnlichem dürfen keine Absprachen getroffen werden. Das ist etwas, was ich im Dschungel tatsächlich auch noch nicht so mitbekommen habe. Bei Promi Big Brother war das ein bisschen anders. Aber im Dschungelcamp selbst habe ich das so auch nicht mitbekommen, dass hier Absprachen im Vorfeld immer gezeigt wurden. Ernsthafte Probleme, die ein Arzt- oder Psychologengespräch erfordern, sind im Dschungeltelefon bekannt zu machen. In Notfällen kann dann im Dschungeltelefon der Kontakt mit einem Arzt oder dem Psychologen aufgenommen werden. Also erst Kontakt im Dschungeltelefon. Bisschen moderner als bei uns manchmal zum Teil, oder? Sonstiges. Täglich wird ein Star zum Teamchef ernannt. Der erste Teamchef wird von allen Stars im Camp gewählt. Der vom letzten Teamchef ernannte neue Teamchef des Tages verteilt die Campaufgaben auf die Stars im Camp.
Wer einmal Teamchef war, darf kein zweites Mal ernannt werden, bevor jeder einmal das Amt des Teamchefs ausgeführt hat. Auch eine Regel, die so mir nicht bekannt war. Bei Promi Big Brother zum Beispiel konnte der Containerchef ja immer wieder gewählt werden. Hier ist es aber Tatsache so, dass jeder einmal rankommen soll. Und man darf erst, auch beim dritten Mal, erst jemanden wählen, wenn alle anderen schon einmal waren. Das finde ich eigentlich sehr gerecht, weil so jeder die Möglichkeit hat, sich auch so ein bisschen zu behaupten. Tagsüber müssen alle Stars wach sein. Keiner darf am Tag schlafen. Das Schlafverbot gilt am Morgen nach Ansage und spätestens ab der morgendlichen Reis- und Bohnenlieferung, bis Sonja und Jan das Camp der Live-Sendung wieder verlassen haben. Okay? Schlafverbot gibt es immer in allen TV-Formaten. Raucher erhalten jeden Morgen 5 Zigaretten. Diese dienen ausschließlich dem Eigenbedarf. Also jeder Raucher hat am Tag 5 Zigaretten. Ich selber bin leidenschaftlicher Nichtraucher. Von daher wäre das für mich nicht so schlimm. Aber 5 Zigaretten sind, glaube ich, für einige wirklich extrem wenig. Niemals darf barfuß oder nur mit Socken bekleidet der Boden berührt werden. Okay? Und zu guter Letzt, Luxusartikel dürfen nicht untereinander getauscht oder miteinander geteilt werden. Das erstmal die Regel, sehr umfänglich, habe ich aber einmal mit reinnehmen wollen, damit ihr einfach einmal einen Überblick habt. So, gehen wir in den Bereich Dschungelcamp Gagen. Da muss man aber noch dazu sagen, diese Infos sind nicht offiziell von RTL, natürlich nicht. Diese Infos sind von ihm hier, von Julian FM Stöckel, der 2014 selber im Dschungelcamp war und der die Szene so ein bisschen laut eigenen Angaben sehr gut einschätzen kann. Ich selber bin bei diesen Schätzungen sehr, sehr vorsichtig und warne hier auch zu Vorsicht, das hier nicht alles gleich zu glauben, sondern erstmal nur ein Gespür dafür zu entwickeln, wie ist das nun wirklich mit der Gage. Also ich kann immer mit dazu sagen, ob ich das auch glaube, ob ich das zu hoch finde. Wir fangen mal an mit ihm. Mike Heiter soll wohl zwischen 25.000 und 40.000 bekommen. Finde ich persönlich eine Menge Geld schon. Ja, also 25.000 Euro für 2 Wochen Australien ist eine Menge Geld. Man muss natürlich immer sagen, Steuer runter, Krankenversicherung runter. Ja, aber trotzdem, wenn man jetzt von der Hälfte ausgehen würde, dann ist das schon eine Menge Geld für 2 Wochen. Ich vergleiche das halt immer mit 40-Stunden-Jobs oder 45-Stunden-Jobs und was man da manchmal für einen Mindestlohn dann aber auch hat. Also ich finde diese Gagen, da sollte sich keiner drüber beschweren. So sehe ich das persönlich. Zumal man natürlich auch durch diesen Fame im Dschungel auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, was ja dann auch wieder für die eigene Vermarktung sehr, sehr gut tut. Also Mike Heiter 25.000 bis 40.000, genauso auch Fabio Knetz. Auch hier schätzt Julian FM Stöckel die Gage zwischen 25 und 40. Dann haben wir Kim Virginia ebenfalls mit 25 bis 40. Das sind so diese ganzen Island-Inselformat-Besucher, sage ich jetzt mal. Die sind alle so bei 25 bis 40. Ebenso auch hier sie hier. Ich wollte schon gerade sagen, die Lara Kruse. Nein, auf den ersten Blick dachte ich es. Ne? Nein, Layla natürlich. Auch 25 bis 40.000. Im Übrigen, wenn ihr euch jetzt wundert, wer sind denn die Kandidaten, geht mal gerne in die Playlist Dschungelcamp 2024, da habe ich für euch einen ausführlichen Kandidatencheck. Dann haben wir sie hier, Ania Elstner hat auch eine Gage von 25 bis 40, ist auch jetzt nicht mehr. Er wird wohl ein bisschen heißer gehandelt, Felix von Jascharow, ein Bachmann, ja, einer der Bachmanns aus GZSZ. Wir wissen ja schon, dass viele Bachmanns im Dschungel mit dabei waren. Und seine Gage wird wohl auf 50.000 bis 65.000 Euro geschätzt von Julian FM Stöckel. Empfinde ich persönlich als ganz schön hoch, wie alle anderen Gagen im Übrigen auch. Aber ich denke, er hebt sich natürlich auch von seiner Daseinsberechtigung mehr ab als ein Mike Heiter, der zwar Inselformate gemacht hat, aber halt nicht 85 Jahre GZSZ. Deswegen glaube ich das persönlich schon, dass er mehr bekommt. Dann haben wir ihn hier, David Odonkor, wird auch mit 50.000 bis 60.000 Euro gehandelt, angeblich von Julian FM Stöckel aus. Kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, weil er für mich im Reality-TV eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Ja, er war schon bei Big Brother und hat schon das eine oder andere gemacht, aber er ist für mich halt gar nicht so der Quoten Zünder. Viele mögen ihn, finden ihn sympathisch, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich ihn jetzt nicht sympathisch finde, ganz im Gegenteil, ich bin gespannt, was er liefert, aber ich finde für ihn 50.000 bis 60.000 Euro ganz schön hoch angesetzt von Julian FM Stöckel. Dann haben wir Lucy Diakowska mit 80.000 bis 90.000 Euro, auch hier natürlich sehr interessant, Bandmitglied von den No Angels, war im VOG-WM mit dabei, total Stockcrush Challenge war mit dabei, Jurymitglied bei bulgarischen Version von Deutschland sucht den Superstar. Also sie hat schon sehr, sehr viel gemacht.
Hier kann ich mir auch vorstellen, dass sie eine höhere Gage bekommt als die Inselformat-Teilnehmer. Aber 80.000 bis 90.000 ist natürlich eine Menge, ne? Gehen wir mal weiter zu Sarah Kern. Auch sie wird mit 85.000 bis 90.000 Euro gehandelt. Also auch deutlich mehr als die anderen Teilnehmer. Dann hier Cora Schumacher, 80.000 bis 100.000 Euro. Nur mal zur Erinnerung, Andreas Ellermann, wer ihn noch kennt, 30 Jahre Showgeschäft, man kennt ihn, hat für seine Promi-Big Brother-Teilnahme 165.000 Euro gewollt. Ja, da haben wir im Livestream auch kurz drüber gesprochen. Aber sie hier wird mit 80.000 bis 100.000 Euro vermutet. Dann haben wir noch 24 Tim mit 100 bis 150.000 Euro für 2 Wochen rumsitzen im Camp, ja. Ist natürlich provokativ gesagt, die machen natürlich auch noch ein bisschen mehr, aber überlegt euch das mal, 100 bis 150.000 Euro. Da arbeitet man nicht nur ein Jahr für. Auch vor der Steuer. Gut, nach 24 Tim haben wir noch ihn hier, Heinz Hönig. Und er soll eine Gage von mindestens von 150.000 Euro haben. Mindestens, angeblich, soll er wohl hier die höchste Gage haben. Glaube ich nicht. Ich glaube das persönlich nicht. Also Heinz Hönig ist natürlich ein weltbekannter Mann. Durch seine verschiedenen TV-Formate hat er eine Menge erlebt und gemacht. Aber vielleicht hat RTL ihm das gezahlt, vielleicht nicht. Man muss halt auch dazu sagen, dass RTL natürlich daran Interesse hat, möglichst dynamische Teilnehmer dabei zu haben. Ne? Also Heinz Hönig für einen gewissen Zuschauerkreis, 24 Tim für einen gewissen Zuschauerkreis, die Inselformat-Teilnehmer für einen gewissen Zuschauerkreis, alle sollen irgendwie abgeholt werden, damit möglichst viele verschiedene, hier sagen wir mal, verschiedene Menschen das Dschungelcamp verfolgen, also Interessensbereiche erfüllt werden. Da ist natürlich Heinz Hönig mit 150.000 Euro schon echt krass bezahlt, wenn das so stimmt. Wir haben hier diese Schauspielerkategorie wieder mit drin, ja. Ich bin gespannt, ich bin komplett vorurteilsfrei. Es gibt eigentlich nur die zwei Damen, wo ich sage, Kim Virginia und die Layla, wo ich sage, durch ihre Gewalteskapaden im TV möchte ich sie im Dschungel eigentlich nicht sehen. Bei allen anderen bin ich relativ entspannt und bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, wie die sich im Dschungel zeigen werden. Ihr werdet hier alles auf meinem Kanal erfahren und natürlich ab dem 19.01. immer eine Stunde vor dem Dschungel hier bei mir live, um dann die aktuellen Themen zu besprechen, meine Lieben. So viel erstmal heute zum Dschungel. Wir sehen uns aber nochmal wieder um 14 Uhr, also es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Macht es gut, meine Lieben. Tschüss.